Servus und herzlich willkommen. Weiter geht's. Hier sind schon übelst die Zombies am Start. Wir sind wieder hier in der Werkstatt. Das ist alles. Wir haben nicht, denn ich bin erst da in 3, 2, 1. Da bin ich. Da spawnt er. So, und wir haben ein Schwarzbild. Ich mache das natürlich nach alter traditioneller Art hier gerade mit den Fäusten. Ich schaue mir das mal an. Sieht gut aus, ja. Dein Ring. Um das, die Situation gerade mal zu erklären, viele sagen jetzt so vielleicht, hey, wir waren doch ganz woanders im letzten Part. Wenn man speichert und wieder ins Spiel reingeht, kommt man anscheinend wieder hier in diese Werkstatt, wo wir auch ganz am Anfang den Koop-Modus sozusagen, wow, gestartet haben. Die Mission und so weiter ist aber immer noch die gleiche. Wir müssen immer noch, wo müssen wir nochmal hin? Zur Kanalisation müssen wir. Ja. Bin sehr beschäftigt hier und die liegen auch immer am Boden. So, ich werde jetzt die ganzen Leute hier so ein bisschen mit dem Motor zerstören. Mit dem Motor? Ja. Okay, man kann übrigens alle Gegenstände, die man aufnimmt, so ziemlich alle, glaube ich, auch werfen. Man muss einfach nur mit L2, sorry, beim Xbox-Controller heißt es nicht L2, aber das ist für mich gerade so das, wie ich es halt kenne. Einfach nur L2 gedrückt halten, dann kann man anvisieren. Ich habe einen eingehenden Anruf. Dann geh ruhig mal dran, wir haben ja gerade eine chillige Situation. Boah, heftig. Ich geh mal hier weg, tschüssi. Ich glaube, ich nehme mal hier so ein Fass und werf das mal auf die. Erstmal verprügeln. Scheiße. Als ob das gar nicht kaputt geht. Neue Nebenmission. Achtung, ich werf mal was. Gar nicht explodiert. Ne, ich dachte auch, das würde explodieren. Ich würde sagen, wir machen die Mission weiter. Du siehst ja unten auf der Minimap den gelben Punkt. Ja, ich sterbe aber fast gerade. Wie bitte? Ich sterbe gerade fast. Scheiße, hier oben gibt es nichts zu essen. Ich glaube, wir müssen einfach mal weg hier. Hier ist echt einiges los. Siehst du unten auf der Minimap den gelben Pfeil? Ja, da müssen wir hin. Richtig. Sehr gut erkannt. Okay, dann folge ich dir einfach mal. Ein bisschen gespuckt auch bei der Erkenntnis. Was haben wir hier? Ein Mülleimer? Oha. Folgst du mir gerade? Ja, ich bin quasi hinter dir her. Ich hab hier diesen heftigen Bohrer, den du ja in der ersten. Ja, der ist chillig, ne? Ja, der ist eigentlich ganz cool. Wie viele Zombies hast du schon getötet? Insgesamt sind es jetzt 293. Echt? Ja. Ich hab 850. Alter, aber das ist ein heftiges Gemetzel. Ja, mich regen die so ein bisschen auf, die Zombies. Ich bin hier lieber durch, anstatt die alle da irgendwie mitzunehmen. Ja, ich find's auch chilliger eigentlich. Ich komm dir mal hinterher. Okay. Ganz in der Nähe befindet sich ein Stern, also eine Frank Statue, um die auf dem PP zu erhalten. Aber wo 700 Meter. Wo kommt das Zombie denn her hier? Wir sollten uns ein Fahrzeug schnappen, oder? Könnten wir eigentlich auch mal machen. Ja, 700 Meter sind echt viel. Bist du hinter mir gerade? Ja, ich bin hinter dir. Da ist ein Fahrzeug. Alter. Lass mich gehen! Lass mich gehen! Boah, das sieht gut aus. Willst du fahren? Das ist mir eigentlich egal. Da ist ja gerade hier auf deinem Kanal läuft, würde ich sagen, bist du hinter mir. Alles klar, dann fahr ich. Bin ich Muscle-Car. Steig ein, Kollege. Alles klar. Das sah gerade aus, als wäre ich zu deiner Seite gewechselt. Ah, geht aber eigentlich. Ich habe natürlich immer noch meine Maske auf. Das ist leider Einbahnstraße. Okay. Ich habe auch schon gesehen, glaube ich, wo wir hin müssen, weil dieses Auto steht ja hier. Achtung. Sorry, rausgestiegen. Echt? Wieso? Ja. Weil es nicht weiterging, oder was? Ich dachte, ich könnte noch schießen, bin aber leider Okay, ich Yo, das sind ganz viele Lamborghinis. Lass uns einfach beide ein Auto schnappen. Wo? Direkt hier in dem Laden drin. In den Laden? Ich liege am Boden, ich bin tot. Was? Du stirbst, warte auf Wiederbelebung. Alter, hier waren so viele, ich bin gestorben. Okay, dann mache ich mal mit meinem Lamborghini ein bisschen Platz. Boah. Das Auto ist hier gerade explodiert. Alter, ich habe eine ultradicke Karre, Mann. Ja, ich seh's. Siehst du, wo ich will? Boah, wie schön das aussieht jetzt, mal die Lackierung mit dem roten Blut. Geil, geilo. Ach, da bist du ja. Warte, ich versuche dir irgendwie zu helfen. Alter, hier ist halt gerade ein bisschen viel los. Ja, hier ist ziemlich viel los sogar. So, ich fahr mal kurz über dich. Ja, das passt. So. Mal kurz ein bisschen Platz machen. Ich chill hier einfach. Du fährst einfach komplett über mich drüber. Wie so ein... Einfach alles... Oh. So. Hast du jetzt ein bisschen mehr Platz? Ja, aber ich sterb halt. Weiterhin. Ja, okay. Ach stimmt, du verlierst auch Leben, ne? Das macht Richtig, Sinn ja. beim Sterben. Ja. Genau. So, dann mache ich jetzt mal gerade ein bisschen mehr Platz. Alter, hier ist aber auch viel los.
Hast du was zu essen dabei? Ja, leider halt noch nicht. Ich habe jetzt auch so jetzt noch nichts gesehen. Dann solltest du langsam dich auf die Suche machen, weil vom ist Leben richtig, und so ja, ja, ist nicht mehr so viel jetzt. Von Leben her. Geh mal hier raus gerade. Du hast echt nichts zu essen. Ich hab die Scheibe eingeschlagen. Guck mal in der Tankstelle vielleicht. Ah. Ja. Habt ihr Happer hier in der Tankstelle? Leute, Happy. Häppchen. Habt ihr Häppchen? Gucken, ob hier was ist. Ich kann leider okay, dir auch beim Suchen nicht helfen. Hier ist eine Pistole, die ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt hier was zu essen. Nice. Dann wechsle ich mal gerade hier einen anderen Slot. Machen ein Party? Und dann bringe ich dir einen leckeren Snack mit. Ui. Aber erstmal ist hier ganz schön viel los. Und wenn du mich wiederbelebt hast, schwingst du dich wieder in dein Lambo und ich nehme den anderen und dann düsen wir los. Ja, der Lambo ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gelitten. Da oben bist du, ne? Das ist ja, sehr gut. Dann komm ich mal Hi, zu dir. Hier, Happa, komm. Oh, Häppchen, musst mein du wechseln. Häppchen ist hier. Wo ist es hin? Ich habe meinen Happa verloren. Oh ne, wieder zurück. Oh, jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Was ist Langsam. Das hier? Motoröl? Was nee, ist mit Motoröl? Nimmst du das auch? Ich glaube nicht. Oh, jetzt wird es aber langsam brenzlig hier. Ich glaube, du hast deinen Happa gegessen. Kann das sein? Du hast nämlich wieder mehr Leben bekommen. Oh, oh Gott, es wird langsam ziemlich eng. Jetzt wird's eng, ja. Ich würde sagen, jetzt wird's eng. Okay, ich gehe nochmal rein in die Tanke. Da war ja, wie gesagt, noch mehr Happa. Okay. Wie wär's mit einem Bier? Das ist doch was für dich, oder? Ja, du solltest dich ein bisschen beeilen, weil es jetzt doch ziemlich kritisch wird mit meinem Leben, Leute. Ihr seht das ich ja gerade. Ich hab leider das Bier gerade wieder verloren. Du hast es selber gegessen, glaube ich. Du hast es selber gegessen oder getrunken vielmehr. Ich hab das Bier selber gegessen, ganz genau. Ja. Oh Gott. Eine Tasse, eine Wasserflasche. Okay, ja, die ist auch gut, das nehme ich. Aber ich glaube, ich bin jetzt jeden Augenblick tot. That's it. Ich komme. Ich komme. Mit A einen Spieler spawnen steht bei mir. Ich bin wieder da. Hi. Hä? Du bist einfach wieder da? Ja, ich bin einfach wieder da. Und wo bist du jetzt? In dem Dingens drin. In der Werkstatt? Ja. Das heißt, du kannst jetzt wieder hier hinkommen? Jeps. Okay, dann schlage ich mich jetzt hier eben durch, klär mir ein neues Auto und komm dir einfach mit dem neuen Auto entgegen. Alter, ja, so können wir das machen. Oh, ich wollte mich hier gerade durch, wo gar keine ist. Ich versuche hier durchzuhüpfen einfach. Jepsi. Moment mal. Ich habe da noch was in die Überraschung vorbereitet. Ich bin da, ich bin da. Wo bist du? Hallo, hier bin ich. Komm einfach rein. Drauf. Ja. Ach so, soll ich nicht mit dem Lambo? Ich dachte, wir fahren zusammen, weil das wird vielleicht ein bisschen chaotisch. Keine Ahnung. Egal, ich habe jetzt den Lambo. Okay. Aber nee, ich habe hier auch ein Moped. Also wir fahren beide mit dem Moped. Das können wir auch machen. Ja, ich nehme Moped lieber. Nee, nee, nicht treten, das Sportmotorrad. So, wo Boah, bist du? Hi! Hört sich ein bisschen heftig an, dein Moped. Schön, dass ja, wir mal Moped sagen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Boah, wir sind eine richtige Gang. Boah. Ja, echt? Jetzt hier durch einfach. Alter. Okay, hier rum ist, glaube ich, falsch. Das sieht immer so geil aus, wenn man voller Blut ist irgendwie. Du kannst auch mal ein Wheelie machen. Ja, natürlich kann man das. Allison ist tot, leider. Sorry, Allison. Hier sind noch mehr. Warte, ich hol mir das gleiche, wie du auch hast. Oh, da bin ich gerade dagegen gefahren. Muss Boah, das jetzt wirklich sein? Rinn! Wie die sich anhören. Rinn! Wo fahren wir denn jetzt lang? Nicht, hier? Dass hier der Weg so geil ist, den wir gerade hier einschlagen. Hier links, komm, hier links hoch. Oh, hier links. Oh. Okay, ich bin gerade gehüpft. Hier ist überall zu. Ich glaube, wir müssen da durch den Vorgarten. Kommst du hinterher? Ja, ich bin quasi hinter dir. Ziemlich schwieriges Handling, muss ich sagen. Ja, das stimmt natürlich. Hier links mal versuchen. Aber einfach hier durchhüpfen. Ich bin anscheinend nicht so der Moped-Driver gerade. Hier ist eine Rocker-Gang. Da sind noch mehr. Was ist das denn hier? Okay, ich bin da durchgefahren einfach. Ich bin bei dir. Hier ist was Grünes, siehst du das? Slalom. Ja, das... Ja. Egal, lass uns lieber weiterfahren. Wie, was Grünes? Du bist der grüne Punkt. Boah. Nee, da war noch was Grünes auf dem Boden. Slalom ist hier. Und jetzt hier über die Brücke Boah, ballern. Eine dicke Schanze, sehe ich. Boah, eine Schanzi. Yay! Yeah! Oh Mann, der Kerl lebt. Bin irgendwie Boah, runtergefallen. Nee, ich bin noch drauf. Ich hab's überlebt. Guck mal, hier ist der Jeremy. Vielleicht können wir dem irgendwie helfen. Mein Moped qualmt. Ich glaube, ich muss mein Moped tauschen. Bin ich... Soll ich die dir... Waffen? Ich komme mal zu dir. Die haben übrigens Auto-Aim. Chillig. Wenn du L2 kurz drückst, dann zielt der direkt. Ich hab was für dich. Okay, wenn man stirbt, verliert man nur seine Waffen, so wie es aussieht.
Okay. Nur ist auch gut. Komm mal, kannst du auch mit... Warte mal, ist das Moped hier kaputt? Ich... Nee. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Sturmgewehr. Guck mal, kannst du hier mit aufsteigen? Da vorne stehen noch mehr Mopeds, aber ich kann aber mit aufsteigen. Ja, aber kannst du dann schießen? Nee, kann ich nicht. Kannst du gar nicht? Nee, leider nicht. Aber da vorne steht noch ein neues Moped. Ich steig mal wieder ab, tschüss. Alter. Ja, als ob ich mir, als ob ich nicht alleine fahren will. Ja, ich glaube halt eher, dass das schneller geht dann, wenn wir mal zusammen. Ach. Hier mit der Harley, Junge. Augen. Ich weiß halt nicht, wo es hier lang geht. Ich fahr immer hinter dir her. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Du kannst ruhig fahren. Ja, gut. Ich werde aber gerade zermetzelt. Okay, dann fahren wir hier mal rechts dran vorbei, oder? Wie ich ja, sagen. Okay. Aber. Ich brauche das Zonebreak, sonst war's das. Das Ding will das, mich umbringen. Das ist links von uns, wir müssen links. Warte, kann ich für dich aufs Moped? Ja. Ich würde nur hier unter der Brücke. Richtung Sheldon. Du bist hinter mir, du bist hinter mir, du bist hinter mir. Ja. Hallo. Hi. Guck mal auf die Karte. Ja, du kannst gerne drauf. Ja, gut. Ab geht die Fahrt. Ich weiß nicht, rechts ran vorbei, glaube ich. Einfach vorbei hier erstmal. Ich glaube, das Motorrad ist ein bisschen besser im Handling, kann das sein? Ja, das. Ich weiß nicht wohin. Wir müssen, glaube ich, links. Ja, ja, da halt immer irgendwie so zum Rot, zum Gelben. Immer schön da durch. Wo ist die verdammte Kanalisation? Weiter durch. Und jetzt hier vielleicht rechts. Ja, das sieht doch gut aus. Da ist eine Schanzi. Ja, da müssen wir aber leider nicht hin. War schon gut, aber das war halt wirklich nicht unser Ziel, ne? Okay, dann gehen wir aber jetzt hier wieder zurück. Boah. Schlitzen wir uns jetzt hier durch? Ach, weiß du fährst nicht, da weiter. Oben waren wir schon echt ziemlich nah dran. Ja, ich wollte aber die Schanzi nehmen. Alter. Okay. Ja, ich sehe, was du tust. Oh, oh. Ich laufe an den Zombies vorbei. Und gleich explodiert's. Bumm. Ich bin hinter dir. Okay, ich geh jetzt hier rein. Siehst du mich? Ja, ich bin bei dir. Okay. Lalala. Ich brauch dringend was zu essen. Ah, hier ist eine große Limo, die gönn ich mir. Alter. So. Hier ist eine Kettensäge. Vielleicht soll ich mir die mal nehmen. Ja, nimm dir die mal, dann gehen wir mal hier rein, oder? Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nicht richtig sind. Doch, ich glaube schon, oder? Kanalisation. Ich glaube hier entlang. Also allzu weit kann es eigentlich nicht mehr sein. Hier müsste es sein. Hier ist es. Ich hab's. Muss einmal da durch und dann rechts und dann nochmal. Aber hier ist irgendwo ein Bauplan, so wie es aussieht. Müsste der nicht hier irgendwo sein? Wir stehen noch auf einem Bauplan, oder sehe ich das falsch? Ach, hier oben drüber liegt er. Kann ich nicht nehmen. Wir müssen auf dieses Häuschen drauf. Kann ich Was hier ist denn, wenn wir einfach mal hier reingehen? Aber da ist ein Bauplan. Ja, vielleicht brauchen wir den gleich erst. Vielleicht ist das ja storymäßig so, dass wir den gleich erst brauchen. Schade. Na gut, dann gehen wir weiter. Was ist das denn hier? Was genau? Ach, hier diese Statue. Ja. Nimm die mal. Eine von 70 Frank-Statuen. Okay. Frank. Das ist Frank. Frank Sinatra. Ich hab keine Zeit. Was ist eigentlich, wenn ich dir mal so einen kleinen Hieb mit der Kettensäge gebe? Ich glaube, es wäre nicht so gut. Okay. Jetzt haben wir hier einen Besen, ein Bleirohr. Ui, das sieht aber spaßig aus, was wird. Alter Schwede! Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier allzu gut riecht. Alter! Autsch. Wow, shit! Ich hab echt die Schnauze voll! Okay, ich brauche unbedingt. Man kann ja mit R1 die Waffen auch schnell wechseln. Ich brauche unbedingt irgendwas anderes. Also was zu essen. Ich muss mal kurz wieder hoch, da war was, ne? Ach, ich hab einen Snack dabei, ich Idiot. Okay, die Zombies hier sind auf jeden Fall gut drauf. Gehen wir ruhig mal weiter. Alter! Verdammt, ja! Okay, weiter geht's. Okay, ich bin ja auf den Fersen. Alter, hier ist noch ziemlich viel los. Boah, ist hier eine Party? Boah, eine üble Schlitzerei findet hier statt, glaube ich. Ja, verdorbene Melonen. Alter! Okay, Schrott, sagt er. Ich kann hier mit der Kettensäge kann ich ganz gute Kombis machen. Ah, jetzt ist sie kaputt. Fuck. Ich hab keine Sachen mehr. Ich werd zerfetzt. Wo bist du? Ich hab eine verdorbene Melone gegessen. Ich muss kotzen. Dann nicht in dein Ernst. Ich hab hier eine Palette.
Dann mach Hartholz. Mal irgendwas. Ich bin ja echt in einer ganz schön brenzligen Situation. Ich auch gerade. Okay, Kantholz. Ich hab Kantholz. Ich hab mich durchgeprügelt. Alter, hier sieht einer aus wie ich gerade. Könnte ich sein. Boah, ich hab ein Benzinfass, ein dickes. Hey, ey, ey. Hier sind so viele Zombies. Ja, ist richtig. Okay, hier muss ich weg. Hier explodiert was gerade. Boah. Wo bist du? Warum läufst du nicht weiter eigentlich? Ich komme hier gerade nicht so richtig durch, um ehrlich zu sein. Mich holen sie nicht zum Feind. Okay, dann lass mal hier hoch. Ja, okay. Boah, heftig. Versuch sie alle mit dem Ziegel hier kaputt zu machen. Ich habe einfach einen Zombie-Arm in der Hand. So ein Snack, erstmal was essen, ey. Hier ist eine Batterie, die tausche ich. Was ist das denn hier? Ein Brot. Das sind diese neuen. Eine eiserne Maria. Das hört sich, finde ich, ganz gut an. Für weitere Infos, Back drücken. Da brauchen wir Football und ein Bowie-Messer. Krass. Ja, wieso wird denn Football angezeigt wie so ein Wurfstern? Wie so ein Wurfstern, ja. Aber ich sehe, es ist auch schon wieder ziemlich weit in dieser Folge. Ich habe einen Football, warte mal. Den können wir noch gerade kombinieren. Elektro-Crusher. Football, hast du irgendwo ein Bowie-Messer gefunden? Nee. Da ist direkt daneben. Warte mal, ich brauche beides. Wer heult denn hier so rum? Siehst du eine Batterie? Du wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Hier ist eine Granate. Das ist echt krass am Rumheulen. Hier da kann ich es kombinieren. Hier liegen einfach Granaten. Achtung, ich kombiniere's. Ich baue mir eine eiserne Maria. Ich brauche eine Batterie. Sag ich mal. Siehst du das? Chillig, sieht gut aus. Ich glaube, das kann man werfen. Ja, das sieht so aus, ja. Vielleicht sollte ich es aber erstmal lieber sein lassen. Hä, wer ist denn hier so am Rumheulen? Ja, ich brauche was zu essen, glaube ich. Ja, da liegen doch jede Menge Sachen. Ja, ich gebe mir hier so eine Ration. Ist echt geil, wie er rumheult. Der ist richtig am Stöhnen schon. Ich brauche eine Batterie. Hast du eine Batterie gesehen? Ich hab davon eine hingelegt. Wo? Weil dann kann ich was ziemlich Cooles bauen, glaube ich. Hast du die im Inventar? Ich hab schon wieder vergessen. Oh ja, ich hab's im Inventar. Leg mal hin. Dann zauber ich mal schnell was und dann. Kann ich die hinlegen? Einfach, kann die einfach werfen. B. Da hinten liegt sie jetzt. Alles klar. Nehme ich die mal auf. Und dann zaubern wir mal was. Und zwar ein Elektro-Crusher. Beim Zugucken ist das ziemlich cool. Du wuchtelst mit deinen Fingern so im Nichts rum irgendwie. Abgefahren. Yo! Oh ja! Oh ja! Und so, damit zerstören wir in der nächsten Folge. Genau, das sind unsere zwei Waffen. Und wie die im Einsatz aussehen, sieht ihr dann in der nächsten Folge. Die gibt's dann, glaube ich, wieder bei mir sogar. Ne? Richtig. Gut aufgepasst. Ja, Leute, das war's. Gebt den ganzen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schaut morgen beim Izzy rein, da geht's weiter. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Bis morgen, tschüss.